Angst, von Wildschweinen im Wald angegriffen zu werden? Was geht, Leute? Viele scheinen sich diese Frage zu stellen. Also here we go. Erstmal kann ich euch beruhigen, die Wahrscheinlichkeit, überhaupt einem Wildschwein im Wald zu begegnen, ist sowieso nicht so hoch. Im Normalfall riechen euch die Tiere lange, bevor ihr die bemerkt, und schaut euch mal diese Wonnepoppen an. Die kriegen Angst, die verkrümeln sich dann ganz schnell. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wildschwein euch jetzt angreift, ist noch viel, viel geringer. Wildschweine sind nicht aggressiv, die haben auch nichts davon, euch anzugreifen. Auch wenn das wirklich gefährliche kleine Panzer sind, da komme ich aber gleich noch zu. Ganz früh morgens oder in der Abenddämmerung steigt die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass ihr mal eine Gruppe Wildschweine beim Fressen beobachten könnt. Die wollen dann aber das gleiche wie wir, keine stressigen Todesangstsituationen bei Menschen, sondern einfach ganz in Ruhe ihr Abendessen essen. Wirklich wichtig ist aber das Thema Frischlinge und Bachen. Wildschweine können sehr aggressiv reagieren, gerade wenn die Bachen im Frühjahr mit ihren Jungtieren unterwegs sind. Da solltet ihr auf keinen Fall zwischen die Mutter oder ihr Kind kommen oder irgendwie den Eindruck machen, dass ihr eine Bedrohung für die Frischlinge darstellt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr in solche Situationen kommt, ist aber